Ja, ihr seid jetzt dabei bei etwas, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, und zwar Online-Zocken bei Gears of War. Und Online-Zocken meine ich Team gegen Team. Ja, damit herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und der Online-Modus war für mich immer etwas, was mir bei Gears of War einfach nicht getaugt hat. Ich kann mit diesem Movement, mit diesem Art an Gameplay nichts anfangen. Trotzdem natürlich will ich ja fair sein, ich lasse es mal bei der Version 3, Gears of War 3, auch mal über mich ergehen und habe es mal getestet. Man, es hat schon etwas Fun gemacht und ich habe gar nicht so mies abgeschnitten, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem so richtig warm, ich weiß nicht, ich werde, na, so richtig warm werde ich damit nicht. Vielleicht kann mir ein oder andere ein bisschen Tipps geben, wie ich mich vielleicht nicht ganz so blöd anstelle, aber ja, ein richtiger King wird da aus mir wahrscheinlich nie werden. Bin leer. Ja, ihr seht es wahrscheinlich schon an meinem Movement. Ja, hier versuche ich mich ranzuarbeiten und mit der Kettensäge zu erwischen. Natürlich, als Newbie, als Noob kann man gleich ja dick auftragen probieren. Ja, geht natürlich in die Hose und hier hat es mit den Zielen auch nicht so richtig hingeklappt. Aber was soll's? Vor allem macht es allemal. Und eins muss ich schon sagen, die Grafik der Maps, also wie ihr seht, ist wirklich phänomenal. Also ich habe jetzt einige Runden gespielt. Na, eigentlich ehrlich gesagt zwei Runden. Die zweite habe ich auch aufgenommen. Aber die Maps an sich, das Design, die Aufteilung, ja, und die Grafik sowieso, wirklich phänomenal. Also die finde ich wirklich beeindruckend. Ja, was vielleicht ein bisschen ablenkt von meiner Leistung. Zumindest hoffe ich es und ja, ihr seid mir nicht so böse, dass ich so ein Loser bin hier im Online-Modus. Der Feind kriegt Verstärkung. Nehme ich mit. Ja, und ab und an gelingt mir dann doch etwas. Hier trage ich mal ordentlich dick auf. Ich mache ihn noch mit einer Hinrichtung down. Jawohl. Gut. Jetzt wisst ihr den Grund, warum das vorige Game bei unseren deutschen Freunden indiziert war vielleicht. Ja, also so wichtig der Beitrag bin ich nicht. Ja, natürlich die Maps kenne ich auch noch gar nicht. Ich würde gesagt, das erste Mal, dass ich auf dieser Map überhaupt war, keinerlei Ahnung, wo hier welche Gänge sind, wo man irgendwo hin kann. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn man irgendwo neu ist, wo spielt, wo man wirklich keine Ahnung hat, wo die Deckungen sind und wo sich die Gegner bewegen können, dann erreicht man natürlich nicht viel.
Ja, schön ist, dass man hier natürlich auch den eigenen Mitspielern zuschauen kann, während das man im Wartemodus ist. Und der Team Deathmatch Modus läuft ja hier so ab, so wie ich das mitbekommen habe, dass man im Prinzip eine gewisse Anzahl an Respawns hat. Und wenn diese Anzahl aufgebraucht ist, ja, dann läuft es im Prinzip eigentlich aus, wie ihr hier seht. Und wer dann zuerst alle aufgebraucht hat, hat einfach verloren. Einfach eigentlich eine tolle Sache, also es geht nicht unbedingt auf Zeit, sondern ja, eigentlich wie bei Battlefield mit den Slots, die man hat, die man dann eben befüllen kann. Dies ist ein schmutziger, verzweifelter Krieg und er ist noch lange nicht vorbei. Aber heute könnt ihr auf das Erreichte stolz sein. Ja, die erste Runde vorbei und ich bin nicht letzter. Also das ist eigentlich schon das, worauf ich stolz bin, nicht letzter zu sein. Also es gibt jemanden, der noch schlechter ist wie ich oder einfach mehr Pech hatte wie ich. Also von gut und schlechter halte ich nicht so gar viel davon, denn jeder von uns Online-Gamer weiß, es gibt Runden und Tage, da ist es einfach so, dass es nicht läuft und man eigentlich so bewertet wird, wie man eigentlich gar nicht ist. Allerdings trotzdem, ich sag's nochmal, der Online-Modus ist nach wie vor nicht mein Ding hier. Vor allem habe ich einfach noch zu wenig Ahnung oder zu wenig Routine. Ja, wie soll ich sagen? Die ganzen Tricks. Also ich gehe jetzt auf den zu und mit zwei Schüsse bekomme ich ihn nicht down und er knallt mich gleich mit einem weg. Ja, da wird es wohl irgendeinen Trick geben, beziehungsweise wie soll ich sagen, der weiß wahrscheinlich einfach, wo er hinzielen muss, wie er zielen muss oder mit was er wie angreift. Und dieses Wissen fehlt mir einfach noch hier im Online-Modus, weil ich ihn einfach wirklich nie gezockt habe. Aber vielleicht, ja, wie schon vorhin erwähnt, kann mir ja hier jemand ein bisschen Hilfe oder mir ein bisschen eine Einschulung geben, dass ich mal nicht ganz so noobig dastehe. Ja, auch sowas hier. Da habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich als Erster angegriffen habe und trotzdem gehe ich down und nicht der Gegner. Das war eigentlich bei den anderen Teilen auch schon der Grund, warum es mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut gefallen hat, nicht mehr so getaugt hat. Ja, und das hier ist eine absolute Noob-Aktion. Ja, der Gegner, der checkt das halt einfach ab, der spielt sicher schon länger, der wartet einfach, bis ich in der Position bin, ballert mich dann direkt von der Kante weg. Der Feind kriegt Verstärkung! Ja, und trotzdem ist mir in dieser Runde dann was Schönes aufgegangen, zwar der Kettensägenangriff. Jawohl. Schnipp, schnapp, Haare ab. Der Rest ist auch gleich mitgegangen. Trotzdem ein Schuss vom Gegner und ich bin wieder down. Ja, das sind für mich immer so ein bisschen die unverständlichen Dinge.
prima. Ja, das war es dann auch schon wieder und ich sag's gleich, der Online-Modus wird keiner sein, wo es sehr viele Videos geben wird, weil, wie gesagt, er ist einfach nicht mein Ding. Ich sag trotzdem danke fürs Zuschauen und über Feedback freue ich mich allemal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.